Hier ist der allerletzte Mario Tennis Open Part. Also ist ungefähr das letzte Video, bevor eine kleine Pause auf meinem Tanuki Gamer Channel kommt, weil ich mich da viel mehr auf meinem Minecraft, also Craft the Cookie Channel, konzentrieren will. Problem, mein Headset funktioniert gerade nicht. Ohne Headset kann man am PC schlecht Videos aufnehmen. Ich habe noch ein alternatives, werde sehen, wie das ist. Aber egal, lasst uns über Mario Tennis Open reden. Lasst uns über diesen Bonus-Part reden, dem ich euch nochmal alles Freischaltbare zeige. Als allererstes mal die vier freischaltbaren Charaktere. Neben hier den ganzen Yoshis, die man mittels QR-Code freischalten kann. Guckt einfach, wenn ihr hier nochmal die QR-Codes hier des schwarzen, weißen, rosa, gelben, hellblauen, blauen und roten Yoshis haben wollt, guckt nochmal in meiner Mario Tennis Open Playlist Part 9. Da habe ich in der Videobeschreibung nochmal ein Video, wo alle QR-Codes sind. Oder hier Metall Mario, ebenfalls nur als QR-Code verfügbar. Den habe ich, glaube ich, in Part. In einem Minispielpart habe ich den in der Videobeschreibung hier. Schwarzer Yoshi, weißer Yoshi. Ich zeige euch einfach nur nochmal die Sounds. Das sind natürlich alles die typischen Yoshi-Sounds, nur jede andere Yoshi-Farbe hat auch einen anderen Yoshi-Sound. Ganz lol. Und Metall Mario hat natürlich so eine komische, ganz seltsame, veränderte Mario-Stimme. Eine verzerrte. Aber die richtig freischaltbaren Charaktere, die zähle ich euch jetzt auf. Als allererstes mal kann man übrigens neue Charaktere nur im Minispielmodus freischalten. Wenn ihr zum Beispiel beim Ringeschießen die ersten drei Level beendet, schaltet ihr die trickreiche Baby Peach frei. Meine Meinung zu ihr, ich finde, sie ist ein krass unnötiger Charakter. Sie ist lahm, sie ist schlecht, sie ist klein, sie ist vielleicht trickreich, mehr aber auch nicht. Punkt, Ende aus. Ich finde sie schlecht, habe vielleicht ein Spiel mal mit ihr gespielt. Dann, wenn ihr beim Super Mario Tennis die ersten drei Level beendet, schaltet ihr Baby Mario frei, der ein schneller Charakter ist. Den finde ich persönlich schon etwas besser. Ich finde, Mario und Luigi kann man noch als Babys machen. Sobald noch so Peach und Daisy dazukommt, wird es wirklich überflüssig. Das fand ich auch bei Mario Kart Wii so. Und der ist ein schneller Charakter und der ist wirklich schnell. Hier nochmal übrigens der Sound. Klingt ziemlich behindert. Here we go. Auf jeden Fall, Baby Mario finde ich gar nicht mal so schlecht als Charakter. Finde ich sogar ziemlich süß. Ist wirklich richtig schnell, so was das Hechten angeht, ist er so irre, dann kann er so flitzen. Das ist schon echt krass. Dann machen wir weiter. Wenn ihr beim galaktischen Ballwechsel die ersten drei Level beendet, kriegt ihr Luma. Der ist ein präziser Spieler, also wie die Mädels Peach und Daisy. Der macht sehr, sehr geile Sounds. Ist gar nicht mal so schlecht, nur kann halt nur Bälle schlagen, die ganz nah an ihm dran sind. Ich spiele aber schon etwas öfter mit ihm, aber sagen wir so ein Stammcharakter wie Wario oder Diddy Kong ist er jetzt bei Mario Tennis Open. Für mich nicht. Und dann noch einen weiteren freischaltbaren Charakter, das ist der respektvolle. Die tote Form von Bowser solltet ihr alle kennen. Knochen Bowser. Also auch so eine Bowser-Stimme, nur auch wieder verzerrt. Er ist ein defensiver Spieler, genau wie Waluigi. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ich habe gern mit ihm gespielt. Er ist nur ungefähr der langsamste Charakter von allen, muss ich sagen. Also wirklich, er ist sowas von irre, irre langsam. Das glaubt ihr gar nicht. Also auf jeden Fall, ich kenne viele Knochenbowser-Fans. Den kann ich natürlich wärmstens empfehlen, mit ihm zu zocken. Ich finde, der gehört auch dazu. Ich finde, der sieht ziemlich geil so gemacht aus. Aber er ist halt lahm und Tennis ist eher was für etwas schnellere Gesellen. Auf jeden Fall, das war es dann wieder von mir. Nur noch so ein kleiner Special Part. Genau, ich wollte euch nur nochmal sagen, sobald ihr auch den letzten Finalcup freischaltet, schaltet ihr auch für den Match-Modus einen neuen Tennis-Court frei. Keine Ahnung, kann ich jetzt mal so machen. Und das ist dann einmal natürlich die Galaxie-Arena, der Morph-Platz.
Das ist dann, wo sie dann immer die verschiedenen Seiten wechseln auf der Kometenscheibe und einfach die Galaxie-Arena, der Kristallplatz. Da bleibt es einfach so. Hatten wir auch im Mehrspieler-Modus-Part gegen Arceus 5800. Und damit war es jetzt endgültig. Ich hoffe, dieser allerletzte Bonus-Part hat euch nochmal halbwegs gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich auf meinem Craft the Cookie Channel wieder. Ich hoffe, ihr bleibt da am Ball. Ich hoffe, hier ist jetzt irgendeine komische Mücke. Ich hoffe, die wollte sich noch ins Bild schleichen. Ich hoffe, ich kriege das alles geregelt dann auch mit dem Headset. Und auf jeden Fall bin ich sowieso nächste Woche erstmal nicht erreichbar. Da bin ich auf einer Freizeit mit einer Musikgruppe aus meiner Schule. Also alles ganz crazy, aber auf jeden Fall, da versucht meine Schwester, ein Minecraft-Überlebens-Let's Play von ihr hochzuladen und ein Texture-Pack-Review von ihr. Wie schon gesagt, ich hatte ja sehr viel geplant für Minecraft The Cookie Channel und das soll ja alles kommen, sobald das mit dem Ton funktioniert. Das ist ja mal typisch, dass es an so ungünstigen Zeitpunkten nicht funktioniert. Jetzt habt ihr auch so ein schönes alternatives Opening gesehen. Und ja, das war's mit Mario Tennis Open. Habt ihr die Mücke noch gesehen? Weiß ich jetzt nicht. Hat sich nur mal eingeschlichen und mein nächstes 3DS Let's Play, was jetzt geplant wäre auf meinem Tanuki Gamer Channel, wäre New Super Mario Bros. 2. Dann hoffentlich sehen wir uns da wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Ja, also bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.